Glanzvolle Bälle, Sissi und France auf der einen Seite, aber auch knallharte Familienpolitik und nationale Auseinandersetzungen innerhalb des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn. Was eine Doppelmonarchie eigentlich ist, wie Kaiser Franz Josef drauf war und wie der Vielvölkerstaat auseinanderfällt, das erklären wir euch in diesem Video. Bestimmt habt ihr auch diese Bilder im Kopf, wenn ihr den Begriff Österreich-Ungarn hört. Dieses Bild hier. Oder das hier. Oder dieses Bild zum Beispiel. Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm als Sissi und Franz Josef. Ja, das kennt wirklich fast jeder, auch wenn dieser Film mit der echten Geschichte kaum etwas zu tun hat. Und ich muss auch zugeben, ich habe ihn in meinem Leben noch nie komplett gesehen, weil ich ihn ein bisschen zu kitschig finde. Sorry. Österreich-Ungarn ist schon damals eine Fiktion, ein PR-Bild. Und bis heute werden uns die Bilder der guten alten Zeit gezeigt, denn das verkauft sich einfach gut. Das echte Österreich-Ungarn ist aber auch einen oder mehrere Blicke wert, denn es ist ein wirklich faszinierendes Stück Geschichte. Die Geschichte Österreich-Ungarns ist mit der Dynastie, also mit dem Herrschergeschlecht der Habsburger verbunden. Die Habsburger sind eine Adelsfamilie, die es bis an die Spitze Europas schafft. Nicht nur mit eisernem Willen und eisernen Schwertern. Es gibt den Spruch, mögen andere Kriege führen, du, glückliches Österreich, heirate. Die Habsburger schaffen es, einen riesigen Besitz quasi zusammen zu heiraten. Seit dem Jahr 1452 stellen sie den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation fast ohne Unterbrechung. Eines der politischen Kernlande seit dem Mittelalter ist das heutige Österreich. Und deshalb spricht man auch vom Hause Österreich. Österreich ist im 18. Jahrhundert eine Großmacht. Die österreichischen Länder gehören dazu, aber die Habsburger sind auch Erbkönige im Königreich Böhmen und im Königreich Ungarn. Und in Kroatien, Schlesien, Slawonien, in der Toskana, in Mailand, Neapel, Siebenbürgen und der Walachei. Österreich ist ein deutscher Staat, aber große Teile des habsburgischen Herrschaftsgebietes liegen außerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Als Napoleon dieses Reich zerstört, dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, könnt ihr euch, ihr werdet es wissen, oben auf dem i anschauen. Als Napoleon also das Reich zerstört, nimmt der römisch-deutsche Kaiser Franz II. Schnell den Titel Kaiser von Österreich an und wird Franz I. Österreich gehört schließlich zu den Ländern, die Napoleon besiegen. Auf dem Wiener Kongress 1814 bis 1815 wird Österreich dann zur Vormacht in Mitteleuropa. Es erstreckt sich von Mailand im Westen bis zur Bukowina im Osten. Das liegt an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine. Im Norden von Prag und Lemberg bis zur kroatischen Küste. Es ist jetzt ein Vielvölkerstaat. Deutsche, Italiener, Slowenen, Kroaten, Tschechen, Slowaken, Polen, Ukrainer, Rumänen, Ungarn und Serben leben in diesem Imperium. Aber mit Preußen steht ein innerdeutscher Konkurrent auf der Matte. 1848-49 kommt es zu einer bürgerlichen Revolution. Natürlich geht es dabei um bürgerliche Freiheit. Aber im Vielvölkerstaat vermischen sich die Forderungen nach Freiheit und Selbstregierung mit der Forderung nach nationaler Unabhängigkeit. Besonders in Oberitalien, in Tschechien und in Ungarn kommt es zu gewaltsamen Aufständen gegen die habsburgische Herrschaft. Da wird am 2. Dezember 1848 der gerade 18-jährige Franz Josef Kaiser. Er führt Krieg gegen die Nationalbewegungen. Besonders heftig wird in Ungarn gekämpft. Und Österreich schafft es nur dank russischer Truppen, den Aufstand niederzuwerfen. Kaiser Franz Josef I. verordnet seinem Reich die Restauration. Die Uhren werden zurückgedreht und eine neu-absolutistische Regierung durchgesetzt. Aber das nützt wenig. Die italienischen Landesteile erkämpfen ihre Freiheit. Im Jahr 1866 verliert Österreich im Deutschen Krieg und wird von Preußen aus dem Deutschen Bund hinausgedrängt. Das Kaiserreich Österreich, oder besser der österreichische Kaiser, steht mit dem Rücken zur Wand. Es hagelt Niederlagen und die politische Unfähigkeit des jungen Herrschers ist deutlich erkennbar. Neben den Nationalitätenproblemen ist das Land auch noch ziemlich pleite, weshalb die Geldgeber aus dem In- und Ausland Reformen einfordern. Die Rettung bringt der sogenannte Ausgleich mit Ungarn. Damit sind verfassungsrechtliche Absprachen zwischen Österreich und Ungarn gemeint. Es entsteht die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Für unsere heutigen Begriffe ist das ein seltsamer Staat, denn eigentlich handelt es sich um zwei eigenständige Staaten. Das Königreich Ungarn mit einer eigenen Regierung und einem eigenen Parlament und Österreich, das offiziell die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder heißt.
kaiserlich und königlich. K und K. Außen-, Finanz- und Militärpolitik wird zentral für den ganzen Staat gemacht. Alles andere regeln die beiden Landeshälften selbst. Der österreichische Teil heißt Cisleithanien und das bedeutet nichts anderes als das Land diesseits des Flusses Leiter. Der ungarische Teil heißt eben Transleithanien, alles was jenseits der Leiter liegt. Jeder Landesteil hat eine eigene Regierung. In Cisleithanien ist der Kaiser von Österreich der Chef. Es gibt eine Regierung und den Reichsrat, das ist ein Parlament. Jedes der 15 Kronländer, also beispielsweise Kärnten, Salzburg, Böhmen, Mähren, Schlesien und so weiter, hat nochmals einen eigenen Landtag, in dem Beschlüsse gefällt werden. In Transleithanien herrscht der König von Ungarn mit seiner Regierung und dort gibt es einen Reichstag. Dort dominieren die Ungarn. Und die Regierung betreibt eine ziemlich rücksichtslose Magyarisierungspolitik. Diese ungarische Nationalisierungspolitik betrifft vor allem die Schulen und die Sprache. Ungarisch wird einzige Staatssprache. Obwohl sehr viele Nicht-Ungarn in Transleithanien leben. Slowakische und deutsche Schulen werden geschlossen. Die Kulturen der anderen Völker werden zurückgedrängt. Wenn später von Österreich-Ungarn als Völkerkerker gesprochen wird, dann ist daran nicht zuletzt diese Ungarisierungspolitik schuld. Aber auch in Cisleithanien versucht man, die Tschechen aus der Politik herauszuhalten. Der Name Österreich-Ungarn zeigt das schon an, dass zwei Nationen, die Deutschen und die Ungarn, einen Vorrang vor den anderen haben. Die Tschechen, Kroaten und Polen sind dagegen nur Bürger zweiter Klasse. Slowaken, Slowenen und Rumänen drittklassig. Ich beziehe das auf die politischen Rechte und auf die Selbstverwaltung der einzelnen Nationen. Deutsche und Ungarn schließen einen Kompromiss zulasten der slawischen Völker. Die Gegenbewegung nennt man Panslawismus. Pan ist altgriechisch und heißt ganz. Alle Slawen sollen also in engem Austausch, vielleicht sogar in einem slawischen Reich leben. Gegen den Panslawismus bildet sich jetzt wieder eine Gegenbewegung, die das Deutsche, das Germanische betonen will. Kurz und gut, unter der Decke von Österreich-Ungarn stecken lauter Nationen, die alle möglichst viel Decke für sich abhaben wollen und deshalb daran ziehen. Ein einziges Gezerre. Und was macht der Kaiser? Ich habe schon gesagt, die Gründung Österreich-Ungarns ist eine Reform des österreichischen Kaisertums. Aber die innerstaatlichen Reformen packt Franz Josef nur halbherzig an. Er selbst ist ein Mann, der aus der Zeit gefallen scheint. Militärisch erzogen, in den militärischen Kategorien Befehl und Gehorsam denkend, rückwärtsgewandt. Ganz ehrlich, ihr meint vielleicht, eure Großeltern sind rückwärtsgewandt, weil sie mit Instagram nichts anfangen können oder mit Snapchat? Kaiser Franz hatte sowas natürlich nicht, aber er lehnt Schreibmaschinen ab und will stattdessen, dass Akten handschriftlich angefertigt werden. Er ist gegen jede technische Neuerung. Franz Josef ist streng religiös, streng militärisch, er ist einfach streng, streng. Das hindert ihn nicht daran, mit jungen Frauen außerehelich zu verkehren. Die Ehe zwischen Franz Josef und Elisabeth von Österreich-Ungarn, geborene Herzogin von Bayern und besser bekannt als Sissi, läuft nämlich nicht so gut. Komisch, das haben wir doch irgendwie ganz anders in Erinnerung. Und da seht ihr schon, wie der Hase läuft. Der Kaiser lehnt zwar die Moderne ab, aber er lässt natürlich zu, dass sein Umfeld die Errungenschaften der modernen Technik nutzt, um ihn zu vermarkten. Bilder ersetzen Politik. Fotos vom Kaiser, die ihn als gütigen Landesherren zeigen, als Vater der Völker. Praktisch alles, was man über diesen Mann so im Allgemeinen zu wissen glaubt, stimmt nicht. Franz Josef wird medial verkauft, wie kein Monarch vor ihm. Immerhin, in der Anfangszeit seiner Regierung hat er viele Kriege geführt und dann 50 Jahre lang keinen mehr. Eine wahnsinnig lange Friedensperiode für Österreich-Ungarn. Der Kaiser regiert von 1848 bis 1916. Fast 60 Jahre lang. Viele von euch kennen wahrscheinlich nur Bundeskanzlerin Angela Merkel als Kanzlerin. Die regiert seit 14 Jahren. Franz Josef fast 60 Jahre. Er wird, wie ich schon gesagt habe, vor allem durch Fotografien vermarktet. Und wegen seiner langen Regierungszeit wird er zur Ikone, zum Abbild seiner selbst. Der Kaiser verkörpert Beständigkeit, Tradition, Sicherheit. Er hält das Reich allein durch seine Existenz zusammen. Der Adel, das Beamtentum, die Armee und die Kirche sind die Stützen der Regierung. Es gibt auch ein eigenes Lied,
Gott beschütze Franz den Kaiser. Und wenn ihr euch das mal anhört und die Melodie dieses Liedes anhört, stellt ihr fest, es ist die Melodie der deutschen Nationalhymne. Aber auch durch diese übergreifenden Institutionen sind die Probleme des Nationalismus nicht in den Griff zu bekommen. Es ist eigentlich ein Kampf, den der Kaiser nicht gewinnen kann. Denn sobald er nach langem Streit und zähem Ringen einer Volksgruppe entgegenkommt, will eine weitere auch mehr Rechte. 50 Millionen Einwohner hat das Riesenreich und die wenigsten fühlen sich als stolze Untertanen. In Wien, also vor allem in Wien, blühen Kunst und Kultur damals auf. Dank der Wiener Sezession blüht der Jugendstil. Die berühmtesten Musiker der Welt treffen sich in Wien. Es herrscht eine besondere Stimmung, eine Mischung aus Zukunftseuphorie und Zukunftsangst, Aufbruchsstimmung und Schwermut. Das Interesse des Kaisers an diesem goldenen Zeitalter der Kultur ist begrenzt. Er hat sich nach einigen Schicksalsschlägen, unter anderem der Ermordung seiner Frau, ins Innere zurückgezogen. Seine Herrschaft endet so, wie sie begonnen hat, mit Krieg. Am 28. Juni 1914 fallen der Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie, Herzogin von Hohenburg in Sarajevo, einem Attentat zum Opfer. Dazu gibt es natürlich auf dem Kanal auch ein Video. Einfach oben auf das i klicken, dann kommt ihr hin. Mitten im Ersten Weltkrieg stirbt Kaiser Franz Josef am 21. November 1916. Sein Großneffe besteigt als Karl I. den Thron. Karl weiß, dass es in diesem Krieg auch darum geht, seinen Vielvölkerstaat vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Schon im Mai 1917 sprechen sich die Abgeordneten der einzelnen Länder im cisleitanischen Reichsrat dafür aus, dass Nationalstaaten eingerichtet werden. Im Grunde verhindert nur die Uneinigkeit der einzelnen Nationalbewegungen, dass sich Österreich-Ungarn auflöst. Erst im Oktober 1918 legt der Kaiser ein Manifest vor, wie zumindest der österreichische Teilstaat umgebaut werden kann. Aber die Völker wollen keine Freiheit, um in einem neuen Bundesstaat aufzugehen. Sie wollen selbstständig werden. Mit den Pariser Vorortverträgen werden sie es dann auch. Heute steht die K- und K-Zeit für die gute alte Zeit, für die Blüte der Kultur und für Gemütlichkeit. Naja, zumindest das mit der Blüte der Kultur stimmt, aber ansonsten ist das nur ein medial vermitteltes Traumbild, das mit der Wirklichkeit nichts oder nur sehr wenig zu tun hat. Auf unserem Instagram-Account könnt ihr übrigens euer Wissen zum Thema Mythos Österreich-Ungarn testen. Was basiert auf romantischen Vorstellungen und was entspricht tatsächlich historischen Fakten? Was meint ihr? Wie kann man den Staat Österreich-Ungarn bewerten? Das könnt ihr uns gerne bei Instagram schreiben, aber natürlich auch gerne hier in den Kommentaren. Zum Instagram-Account kommt ihr über den Link unten in der Infobox und zu den Kommentaren müsst ihr selbst einfach, indem ihr unten was schreibt. Danke dafür und danke fürs Anschauen dieser wunderbaren Videos hier neben mir. Passend zum Thema nochmal Erster Weltkrieg, haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Und direkt darunter ein Video der Kollegen von Funk. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.